Zu einem Brandeinsatz wurde die Feuerwehr Esslingen am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr in die Königsallee in den Stadtteil Weil gerufen. Dort drang starker Qualm aus einem Müllraum in einem Mehrfamilienhaus. Vorsichtshalber wurden etwa 60 Bewohner des Hauses evakuiert und vom Rettungsdienst betreut. Wie sich herausstellte, war eine Müllpresse in dem Haus, das über eine zentrale Müllentsorgung verfügt, aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Esslinger Feuerwehr konnte die Müllpresse schnell ablöschen, sodass nach bisherigen Erkenntnissen bis auf den Rauchgasniederschlag in den Zuführungsschächten und in den Räumen mit Mülleinwürfen kein Gebäudeschaden entstand. Die Müllpresse wurde so schwer beschädigt, dass sie unbrauchbar ist. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ein 48-jähriger Mitarbeiter der Hausverwaltung, der den Schaden entdeckt hatte, wurde durch das Einatmen des Rauches leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nach der Belüftung des Kellers konnten die Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.